Bakrum, eine 6000-Einwohner-Gemeinde in Niedersachsen. Hier, wo Werder Bremen regiert, lebt Martin Schuling eine waghalsige Leidenschaft aus. Er ist großer Fan des FC Bayern München, dem Klassenfeind der Grün-Weißen. In seinem Zuhause hat sich der 44-Jährige ein FC Bayern München Museum erschaffen. Ich bin jetzt also seit 38 Jahren Bayern-Fan und seit 18 Jahren Bayern-Mitglied. Seitdem bin ich auch immer schon zu den Fußballspielen hingefahren. Also habe ich von Anfang an gemacht und da gab es für mich immer nur FC Bayern. Doch es gibt auch die andere Seite in Martin Schulings Leben. Der 44-jährige Justizvollzugsbeamte arbeitet in der JVA für Frauen in Vechta. Ein Job, der dem humorvollen Nordlicht oft einiges abverlangt. Seine Liebe zum Fußball verschafft ihm den nötigen Ausgleich, ist Martins bester Freund. Er will Martins 30-jährige Liebe zum Verein belohnen, aus gutem Grund. Martin muss wieder total Fanreporter werden, weil er für mich der größte Fan des FC Bayern München ist, den ich kenne. Natürlich hat Martin Karten fürs Pokalendspiel. Was der 44-Jährige nicht ahnt, auf ihn wartet ein Wochenende voller Überraschungen. So nah wie in den kommenden 2 Tagen wird er dem FC Bayern wohl nie wieder sein. Sein bester Freund Thorsten hat das eingefädelt. Kennengelernt haben wir uns hier, wo wir aber beide noch nichts von unserer FC Bayern-Leidenschaft wussten. Der Thorsten hat sich der Liebe wegen hierhin versetzen lassen. Und dann haben wir uns gleich angefreundet. Wenn man so will, ist diese Freundschaft eigentlich durch den FC Bayern entstanden. Das wird das Erlebnis, das vergisst er sein Leben nie wieder. Bereits 48 Stunden später wartet auf ihn die erste große Überraschung. Ex-Fußballprofi und Liga-Total-Experte Thomas Strunz. Thomas Strunz ist ein Spieler gewesen bei Bayern, der eigentlich sehr beliebt war. Und er selber mag es vielleicht ja nicht mehr hören, aber natürlich weltberühmt durch seine Giovanni Trapattoni-Rede geworden. Das verbindet man, denke ich, als erstes mit Thomas Strunz. Aber Thomas Strunz ist für mich auch immer ein extrem sympathischer Spieler gewesen. Kaum in Berlin angekommen, lockt Thorsten seinen besten Freund zum vereinbarten Treffpunkt. Martin hat keinen blassen Schimmer, dass Thomas Strunz nur einige Tische entfernt sitzt. Entschuldigung? Bist du nicht der Martin? Du bist doch der Liga-Total-Fan-Reporter, oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe es zu werden. Ja, ja, dann gratuliere ich dir. Ja, schönen Dank, Herr Strunz. Und? Überragend. Danke schön. Super. Stop. Darf ich mal so richtig so? Ja, klar. Danke. Meinen richtigen Nationalspieler angenommen. Ja. Du hast ein hartes Leben, habe ich gehört. Ne? In Bremen Bayern-Fan, das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ich habe sowieso ein hartes Leben. Ja? Ja, ich habe wie mein Kollege auch im Knast. Also, ja. Und was ist da härter, ne? Thomas Strunz will den Bayern-Anhänger auf die kommenden Tage vorbereiten, ohne dabei zu viel zu verraten. Ich hole euch um 11:45 am Hotel ab. Was machen wir denn um 11:45? Warte, ich lass mir noch was einfallen. Ja, gut, weil du es bist, Thomas. Kommen wir auf jeden Fall. Vertrauen wir, oder? Kommen wir mit. Das kann nur gut werden, hoffe ich. Einen ehemaligen Bayern-Spieler zu treffen, der ja auch etliches an Erfolgen vorzuweisen hat, hat mich wahnsinnig überrascht und ganz, ganz doll gefreut. Ich hoffe jetzt auf die nächste große Überraschung. Aber um 11:45 weiß ich eigentlich jetzt überhaupt gar nicht, was man da machen kann. Also, ja, ich bin gespannt. Man hat ihm angesehen, dass er damit nicht gerechnet hat, dass er sich darüber gefreut hat und freut sich, glaube ich, auch schon auf morgen. Dann fahren wir zur offiziellen Pressekonferenz mit Louis van Gaal und Thomas Schaaf. Ich glaube, das sind Dinge, die er eben in seinem Leben noch nie erlebt hat und dass er auch diese Dinge mal erlebt, das ist, glaube ich, schon für ihn was ganz Besonderes. Wie versprochen werden die beiden Nordlichter um 11:45 von ihrem Hotel abgeholt. Hallo, gut. Guten Morgen. Alles gut? Ja, alles Beste, ja? Ja. Ja, gut. Dann steigen wir mal ein. Jetzt müssen wir einsteigen, wir wissen gar nicht, wo es hingeht. Ja. Ich glaub's ja gar nicht. Das ist ja eine halbe Entführung hier. Immerhin eine Entführung, die sich lohnen wird. In nicht mal einer Stunde wird Martin seinem Idol, dem Trainer Louis van Gaal, gegenüberstehen und den Original-DFB-Pokal in den Händen halten. Was meinst du, was wir jetzt machen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin auch, ehrlich gesagt, fast aufgeregter als gestern. Weil ich irgendwie nicht weiß, wo wir hinfahren. Aber wahrscheinlich fahren wir jetzt zum Olympiastadion und du stellst dich ins Tor und ich muss dir blöd weg aufs Tor schießen. Ja? Ja.
wird wohl passieren, ne? Thomas Strunz will ihn nicht länger zappeln lassen und übergibt die Akkreditierungen, die Eintrittskarten zur Pressekonferenz. Jetzt Olympiastadion, Pressekonferenz. Super, bin gerührt. Normalerweise ist die Pressekonferenz für Fußballfans Sperrgebiet. Für den Liga-Total-Fanreporter Martin stehen die Türen heute aber ausnahmsweise offen. Den DFB-Pokal hat der 44-Jährige bisher nur hinter Glas bestaunen können. Aber was hast du, zweimal bist du? Zweimal, ja. Hast du mit ins Bett genommen, oder? Nee, da waren andere schneller als ich. Warte mal, wann war das denn hier? 98, ne? Hier, guck hier. Ah, hier, genau, hier, 2000. Ja. Der Auftritt von Coach Louis van Gaal begeistert den Bayern-Fan. Aber macht Eindruck, ne? Oder? Bitte? Der macht Eindruck, der Typ, finde ich. Wer? Ja, Louis van Gaal, wenn er reinkommt, allein schon. Schon eine Autoritätsperson. So wie wir. So wie wir. Er könnte quasi unser Vater sein. Die Atmosphäre während der Pressekonferenz ist locker. Louis van Gaal steht im Mittelpunkt des Geschehens. Ein Reporter stellt Martins Wunschfrage. Wir hatten in Deutschland, wenn es um Fußball ging, immer unser Lieblingsfeindbild war immer Holland. Sie würden der Beziehung der beiden Länder richtig gut tun. Merken Sie das auch? Ich höre es viele Malen, dass Sie, meine Freunde, dass Sie noch niemals für eine deutsche Mannschaft so gejubelt haben als für Bayern München. Und das ist unglaublich, aber auch schön. Ja, ich hatte eigentlich so im Hinterkopf zu fragen, ob man nicht jetzt, wo die Holländer uns immer sympathischer werden, vielleicht demnächst orange Auswärtstrikots einführen sollte für den FC Bayern. Die Frage hätte ich gerne beantworten gehört. Ja. Nach der Werbung. Martin und Thorsten dürfen auf die offizielle Party des FC Bayern München. Für den Liga-Total-Fanreporter wird diese Nacht zum unvergesslichen Ereignis. Thomas Strunz überrascht FC Bayern-Fan Martin. Mein richtigen Nationalspieler angenommen. Gemeinsam besuchen sie die Pressekonferenz anlässlich des DFB-Pokalfinales und die Überraschungen reißen nicht ab. Am nächsten Tag plant Thomas Strunz einen ganz besonderen Ausflug. Eine Kutschfahrt zum Olympiastadion. So wurde Martin sicherlich noch zu keinem Spiel kutschiert. Ich muss hier zum Zoo, da muss ich zwei Fans abholen von Bayern München. Kannst du mich da hinfahren? Ja, super, dann steige ich mal ein. Ne? Ja, ich habe mich ja gestern schon irgendwie endgültig verabschiedet. Von daher glaube ich nicht, dass er damit rechnet, dass ich nochmal auftauche. Und dann noch mit der Kutsche ihn abhole gleich hier, weil, wo ja auch viele Fans da sind. Also bin mal ganz gespannt auf sein Gesicht. In Berlin herrscht DFB-Pokalfinalstimmung. In ein paar Stunden wird im Olympiastadion das Finale ausgetragen. Am Zoo treffen Martin und Thorsten auf ihren Fanclub. Original DFB-Pokal in den Händen gehabt, beide. Super Fotos gemacht. Und Pressekonferenz, ein Meter vor unserem Louis van Gaal gesessen. FC Bayern München! Der Punkt geht ganz klar an die Bayern. Derweil bahnt sich Thomas Strunz den Weg zum Zoo, dem Treffpunkt aller Fußballfans. Immer da, wenn man nicht braucht. Ja, natürlich. Ist ja klar. Also, das geht nicht, hört nicht auf. Du gibst mir ein Bier aus. Das hört nicht auf. Du gibst mir ein Bier aus. Was ist denn jetzt? Das ist verrückt. Mit der Kutsche, komm. Können los! Thomas, kümmere dich um unseren Jungen! Ja, ich passe auf den auf, ne? Ich passe auf den auf, keine Angst!
Das ist abgefahren, ne? Das ist echt abgefahren. Also. Gestern Abend noch mit einem alten Kumpel telefoniert. Und den müssen wir noch abholen. Jetzt fahren wir da mal vorbei, wo der ist. Alter Kumpel von dir. Ja, ein alter Bekannter. Ja, woher haben die mir erzählt, Schulz hat gar keine Freunde, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, Bekannter. Und dieser Bekannte ist niemand geringerer als Fußballlegende Gerd Müller, Martins absoluter Lieblingsspieler. Wo ist der Martin? Ich hab den Gerd Müller mitgebracht, du. Das ist der Martin. Das ist der, darf ich mal einmal? Ja. Gerd Müller! Habe ich den Unterschrift gebracht? Alle Unterschriften. When in a color portrait wall, she believes. Oh, ich hab Blut in den Augen. Wahnsinn, danke. Ich kenne Leute, oder? Du hast ja Bekannte, das ist ja sowas von geil. Super. Das machen wir weiter, oder? Komm. Du fährst bei uns mit? Ja, vor allem, was ich tue. Woo! Geil, geil, geil. Thomas, du hast meinen Fußballertraum, hast du mir jetzt erfüllt. Ich habe gerade schon überlegt, ich habe 74, das Finale, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, habe ich mal meinem Onkel in Oldenburg geguckt. Dann haben wir anschließend nach dem Spiel, sind wir gleich in Oldenburg im Park. Und ich glaube, ich habe 20 Mal versucht, das Tor von Müller nachzuziehen. Also, die Flanke kam von außen, ich habe den Ball angenommen. Drehung, Hast du links und rechts Füße, wo geht? Ich bin links und rechts, bin beidfüßig. Was willst du dir kaufen? Ja, habe ich ja mein Leben lang von geträumt, dass Bayern mich kauft. Ja, das ist eine andere Zeit heute. Darf, darf man Bomber sagen, oder ist das? Logisch. Ja? Ja, es gibt da... Eine zweite Vorname. Nein, es gibt da welche, die so, ne, wollen nicht so ein, was weiß ich, so ein Beinamen haben oder so. Aber eigentlich sind nicht normal dann. Ich bin ja auch mit dem normalen Namen, oder? Ja. Nee, man kennt sie ja eigentlich auch nur unter Bomber. Viele wissen wahrscheinlich nicht mal, dass sie mit Vornamen Gerd heißen. Du bist ein richtiger Bayern an der Herd, oder? Ja. Durch und durch, nie was anderes gewesen. Schon klein auf. Ja. Respekt, bist du Mitglied? 18 Jahre, Herr Bomber. 18 Jahre, Herr Bomber. Für Martin geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Die Zeit mit dem Bomber der Nation vergeht dabei wie im Flug. Vorsicht. Gerd, danke, ne? Ciao, guten Abend. Da guckst du aber, ja? Ja.